Hare Krishna, ich habe vor kurzem ein Video gemacht mit dem Titel Das Ziel ist nah, in dem ich einen Text eingesprochen habe und ein paar Bilder dafür reingeschnitten habe. Und das möchte ich nun kommentieren, beziehungsweise den Text, den ich gesprochen habe, der ja verständlich war, aber man kann sicherlich noch ein paar Punkte dazu sagen oder ein paar Punkte dieses Textes erläutern. So, der Text begann über die Endlichkeit des Menschen. Ja. Nur wenn der Mensch sich seiner Endlichkeit bewusst ist, kann er würdig leben. Das war der erste Satz, mit dem habe ich begonnen. Und ich denke, das ist fast selbst erklärend, aber dennoch. Nur wenn der Mensch sich seiner Endlichkeit bewusst ist, kann er würdig leben, weil wir dadurch den Wert des Lebens verstehen. Wenn wir verstehen, dass das Leben vergänglich ist und dass wir sterben werden, dann wird die Gegenwart plötzlich in einem anderen Licht gesehen. So das Bewusstsein über unsere Endlichkeit soll Bewusstsein über unsere momentane Situation schaffen und dadurch, dass wir jeden Moment besser nutzen. Ich habe mal gehört, da gab es eine Studie, in der herausgefunden wurde, was die Menschen am meisten bereuen in den letzten Momenten. Ich weiß nicht, wie das gemacht wurde, ob man das Sterbende interviewt hat oder so. Also müsste man nochmal die Details nachforschen. Aber die Menschen haben gesagt, sie haben bereut, dass sie nicht das gemacht haben, was sie eigentlich machen hätten wollen. Dass sie zu sehr dem Druck und den Gewohnheiten ausgesetzt waren. Und eigentlich nicht das machen konnten, was sie immer im Herzen getragen haben. Für das spirituelle Leben kann man das so verstehen, dass wir, wenn wir den Körper aufgeben werden, dann werden wir auch bereuen, weil wir auf einmal sehen, was hätte ich machen sollen, was hätte ich besser machen können. Und wir werden sehen, ich habe die Zeit, die mir gegeben wurde, nicht richtig genutzt für das, was jetzt wichtig ist. Was im Moment des Todes dann wichtig ist, was jetzt relevant ist, was ich jetzt wissen müsste, das Bewusstsein, das ich jetzt haben sollte. So, wenn man sich seiner Endlichkeit bewusst wird, sie sich mit seiner Endlichkeit mehr identifiziert und sie reflektiert, über sie meditiert, dann soll man die Gegenwart besser nutzen. Das heißt, bewusster und für das, wozu uns die Zeit eigentlich gegeben wurde. Und dadurch lebt man erst würdig, weil sonst lebt man einfach nur für die sinnlichen Freuden. Und das war es eigentlich, einfach nur für Sinnenbefriedigung. Aber wenn man aber auf einmal versteht, dass jeder Moment sehr erhaben und gottesbewusst gelebt werden sollte, eben im Anbetracht seiner eigenen Endlichkeit, dann ja, nutzt man eben die Zeit richtig. So, und dann habe ich gesprochen, denn ohne diese Erkenntnis verwendet er seine Zeit nicht, wofür sie ihm gegeben ist. Genau, ja. Wir würden die Zeit dann eben für etwas anderes verwenden, als wozu sie eigentlich gegeben wurde. Alles, was wir im Leben haben, und die Zeit ist so die Grundlage von all dem, das sind Geschenke, das wurde uns gegeben, das haben wir nicht selbst erwirtschaftet, ja, oder aufgebaut. Sogar dieser Körper, in dem wir leben, den habe ich mir nicht, den habe ich nicht selbst gebaut, der wurde mir gegeben. Ich wurde geboren, den Körper kann ich meinen Eltern verdanken. Verdanke ich meinen Eltern. Und alles, was im Leben kommt, soll man als ein Geschenk ansehen und dadurch auch demütig sein. So, die Zeit, die man bekommt, ist auch ein Geschenk und man soll damit weise umgehen und nicht einfach Zeit verschwenden. Zeit totschlagen, sagt man sogar. Ist interessant, ja, Menschen wollen die Zeit totschlagen in ihrer Langeweile. Das heißt, die Zeit stört die Menschen, weil sie einfach nicht wissen, was kann ich damit anfangen, was kann ich tun. Und deshalb erfindet man so viele, ja, Zeitverschwender. So, jeder Moment birgt die Möglichkeit, das wahrlich Wertvolle zu erfahren. Und das macht jeden Augenblick kostbar. Jeder Moment kann dafür genutzt werden, die höchste Wahrheit zu verstehen, zu bemerken, zu erkennen. Jeder Moment ist wie ein Tor zur Wirklichkeit und kann eben dafür verwendet werden, indem wir den Moment nutzen, um uns mit Krishna zu verbinden, diesen Kontakt aufbauen und ihn nicht ignorieren,
Ignorieren würden wir ihn, wenn wir die Zeit eben für was anderes verwenden, uns ablenken von ihm. So, jeder Moment soll dafür verwendet werden, diesen Kontakt, das heißt Yoga, diese Beziehung, diese ja, Verbindung mit Krishna aufzubauen. Durch die hingebungsvollen Tätigkeiten, von denen es neun gibt: Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Artanam, Dasyam, Sakyam, Vandanam, Atmanivedanam. Neun Tätigkeiten, die genau das machen oder die uns genau das ermöglichen, diesen Kontakt, diese Verbindung mit der spirituellen Wirklichkeit aufzubauen. Hören, sprechen, rezitieren, chanten, erinnern oder meditieren und so weiter. Dienst ausführen, beten und so weiter. Da gibt es eben neun. Was für uns natürlich relevant ist, das Hören und das Chanten, das Hören und das Sprechen. Shravanam, Kirtanam. Wir sollen über Krishna hören und wir sollen über Krishna sprechen. Seinen heiligen Namen rezitieren und über Krishna hören. So, jeder Moment ist deshalb kostbar, weil, oder dadurch wird er kostbar, dadurch bekommt der Moment Wert und wird wertvoll. Dadurch wird die Zeit wertvoll und wenn wir sie für etwas anderes verwenden, dann wird sie wertlos. Wir haben eben nichts davon. Wie gesagt, im Anbetracht der Tatsache, dass wir sterben werden, da wird dann abgerechnet, man sagt abrechnen, da wird dann geschaut, wie viel hast du gelernt, wie viel hast du deine Zeit für etwas Wertvolles verwendet, wie sehr hast du deine Zeit aufgewertet und wie viel hast du das eben nicht getan. So, deshalb ist jeder Moment, kann dadurch eben kostbar gemacht werden. Doch zu oft verschwenden wir dieses einzig von Wert Seiende, da wir uns von Gewohnheiten und Trieben steuern lassen. Ja, so oft. Wir mögen sogar wissen, oh, ich soll doch was anderes tun, ich soll was Sinnhafteres tun, aber die Gewohnheiten treiben uns an und zwingen uns, Zeit zu verschwenden und eben ihnen nachzugehen, diesen Gewohnheiten. Und deshalb muss man sich entwöhnen. Man muss sich entwöhnen von diesen Zeitverschwendern, diesen nutzlosen Tätigkeiten. Da muss man einfach mal den Stecker ziehen und den Fernseher beim Fenster rausschmeißen. Oftmals nützt nur die radikale Methode oder, wenn man das ein bisschen softer angehen möchte, ne, eben die schrittweise Entwöhnung verschiedenster Dinge. Der Fernseher war jetzt nur ein Beispiel oder ein Symbol für Zeitverschwendung an sich. Verschiedene Dinge. Wir sollen so rein wie möglich handeln in jedem Moment, so rein wie möglich. Und es gibt nichts Reineres als Hare Krishna chanten oder Bhagavad Gita lesen. Und das sind so ziemlich die Top-Dinge, die wir eigentlich tun können. Bücher von Srila Prabhupada lesen und Hare Krishna chanten. Dann gibt es natürlich viele andere Dinge, aber das sind halt die praktischsten, einfachsten, die jeder machen kann. Und dadurch können wir die Zeit wirklich gut nutzen. So, dieser Automatismus macht uns zu scheinbar Lebenden nur, unfrei, da gefangen von Willenslosigkeit. Was ich damit gemeint habe, ja, also wir sind nur scheinbar lebend, wenn wir so automatisiert handeln aufgrund dieser Gewohnheiten. Dann leben wir nicht wirklich, weil der Wille, der uns ja eigentlich lebendig macht, weil wir dadurch frei entscheiden, die Willensfreiheit nutzen können, weil wir dadurch den freien Willen nutzen können, wirklich selbst entscheiden, was will ich tun, was will ich tun. Wenn das nicht gegeben ist, dann handelt man nur so automatisiert und ist man eigentlich ein Zombie. Dann ist das wahre Wesen nicht manifest. Das wahre Wesen ist manifest im Willen oder der Wille, der manifeste Wille ist ein grundlegendes Element des wahren Selbst. Die Seele hat Wünsche und Willen. Und das macht uns eigentlich zu Personen, dieser individuelle Wille. Ich möchte. Ja, ich möchte etwas. Und nicht, ich muss etwas oder ich bin mir gar nicht bewusst, ob ich es überhaupt möchte oder nicht. Es wird einfach so gemacht. Und diese Automatisierung durch die Gewohnheiten macht uns eben zu scheinbar Lebenden nur. Das habe ich hier gemeint. So, dieser Wille, der wahre Wille, der das eigene Wohl zum Ziel hat, muss errungen werden. So, dieser Wille, diese individuelle Entscheidungsfreiheit, die muss errungen werden, indem wir uns von den ganzen Gewohnheiten lösen. In die Gewohnheiten, die Automatisierung, die Programmierung überwinden,
Ja, das nennt sich Upadi. Upadi heißt eben falsche Designationen, zu denken, etwas zu sein, was man nicht ist. Das muss überwunden werden. Und der Wille soll das Wohl, das eigene Wohl zum Ziel haben. Und hier meine ich das spirituelle Wohl. Das eigene, eigen meine ich damit auch die Seele, das wahre Selbst und nicht das materielle Wohl. Ja, nicht, dass man das falsch versteht und denkt, ja, weil das würde ja Egoismus bedeuten, das eigene Wohl. Ja, es geht nur um mich und der Wille soll dafür eingesetzt werden, dass ich glücklich bin. Es geht nicht um das materielle Ich, sondern das spirituelle Ich. Und das spirituelle Ich kann nur zufrieden sein, wenn es selbstlos dient. Das heißt, wir brauchen den Willen für selbstlosen Dienst. Ich möchte ein Diener sein von Krishna. Ich möchte ein Diener Gottes sein und dann allen anderen dienen, in diesem Geiste dienen. Das ist das wahre Selbstinteresse der Seele. Und dieser Wille muss errungen werden, weil der nicht da ist. Weil Leben für Leben haben wir genau das Gegenteil von diesem Willen kultivieren, und zwar den Egoismus. So ist es sehr schwer für uns, diese Selbstlosigkeit zu entwickeln. Aber daran zeigt sich eigentlich unser spiritueller Fortschritt. Wie selbstlos sind wir schon? Und das zeigt sich eben, wie sehr können wir unsere Zeit eben für Krishna verwenden? Wie sehr können wir den Vaishnavas dienen, den Devotis dienen? Wie sehr können wir auch zum Beispiel Spenden geben? Eine ganz praktische Sache. Gehen wir nur arbeiten für uns selbst und das Geld auch verwenden für unsere Sinnenbefriedigung und für unseren Egoismus? Oder verstehe ich, ich gehe arbeiten, um Geld zu verdienen, um dann etwas Gutes damit machen zu können. Und was ist gut im Besonderen, was Krishna erfreut und was die Mission von Chaitanya Mahaprabhu verbreitet. So, deshalb möchte ich arbeiten, um Geld zu verdienen, um das dann ja, den Devotees zu spenden sozusagen, einen Tempel zu unterstützen und so weiter. Das ist selbstloser Dienst, sehr guter selbstloser Dienst, ganz praktisch. Ja. Oder wie sehr kann ich sagen, ich gehe jetzt, ich ziehe jetzt in den Tempel ein, ich werde jetzt ein Devotee, ich mache Dienst im Tempel, ich putze den Tempel, ich helfe den Devotees, ich koche, ich verteile Bücher und so weiter. Ja. Die Zeit mal wirklich für andere und im Besonderen eben für Krishna verwenden. Zeit, Geld für Krishna. So, dieser Wille muss errungen werden, weil das macht uns glücklich. Wenn wir so frei sind vom Egoismus, dass wir ganz praktisch unsere Zeit, Energie und Geld eben selbstlos verwenden können, geben können, abgeben können, das ist eine sehr glückliche Ebene. Da hat man viel Egoismus überwunden und ich kann das nur, da spreche ich aus Erfahrung. Seitdem ich das eben tue, im Tempel lebe und wirklich Krishna diene, ist alles wunderbar und wird immer wunderbarer, weil man diese Liebe entwickelt, die uns glücklich macht. Der Sieg über das niedere Ich bringt uns zu dieser Freiheit. Genau, das habe ich ja kurz erklärt. Also dieser Sieg, wir müssen dieses niedere Ich, das nur immer sich selbst dienen möchte, das müssen wir besiegen, überwinden. Und dann werden wir frei. Dann sind wir frei. Dann sind wir wahrlich frei. Geistige Freiheit. Doch dafür müssen wir in den Spiegel der Selbstkritik blicken. Ja? Es ist sehr gut, sich mal auseinanderzusetzen mit seinen eigenen Bedingtheiten, mit diesem niederen Ich. Wo ist der Hund begraben? Wo ist das Problem? Und dann sage ich hier weiter, man soll sich aber nicht vor Abscheu von diesem Anblick wenden. Das heißt, wir wollen das nicht sehen. Wir wollen vielleicht denken, wir sind ja wunderbar und toll und alles in Ordnung, ich bin der Beste vielleicht sogar. Nein, wir sollen, so wollen wir denken. Also wenn wir wollen dann die Fehler, die Makel, die Probleme nicht sehen. Aber die soll man sehen, die soll man erkennen und dadurch arbeiten können, um diese zu überwinden. Weil wir sind nicht die Probleme, sondern wir haben die Probleme. Das falsche Ego identifiziert sich mit all diesen subtilen Eigenschaften. Und dann denkt man vielleicht, ich bin dieses Problem, ich bin der Zorn, ich bin der Neid, ich bin die Eifersucht, ich bin die Lust, ich bin diese Makel eben. Aber die sind wir nicht, sondern wir haben sie. Und deshalb ist kein Problem, sie zu erkennen, weil man weiß, ah, das ist das Problem, das ist genau, was mich belastet. Und da muss man diesem niederen Selbst mal in die Augen blicken und das mal zugeben, ja, ich habe diese schlechten Eigenschaften. Ich bin ein Geizhals, ich bin ein Neider, ich bin dies und jenes. Beziehungsweise ich habe diese, aber identifiziere mich so stark damit und ich muss die aufgeben, das muss ich überwinden. Ich muss mich ändern.
Ich muss mich ändern. Ich kann nicht so bleiben. Ich muss an mir arbeiten. So, das ist dieser Spiegel der Selbstkritik. Mal selbstkritisch mit sich sein, ohne dadurch deprimiert zu werden. Wenn man deprimiert ist und sagt, oh, dann bin ich so schlecht und so, das ist das andere, die andere Seite des falschen Egos. Die eine Seite des falschen Egos, ich bin so wunderbar und toll und herrlich und ich bin der Beste. Und die andere ist, oh, ich bin so arm und so schwach und so klein, ich Häufchen Elend. Ja? Das ist die andere Seite vom falschen Ego. Das ist nicht Demut. So, dann soll man nicht deprimiert sein, sondern realistisch, okay. Das ist halt die Situation, aber in Wirklichkeit, ich verstehe, ich bin ein spirituelles Lebewesen, ich bin die Seele und habe halt eben diese Eigenschaften bekommen, angenommen und die muss ich überwinden, also diese schlechten Eigenschaften. So, Selbstkritik. Sondern man soll die genau studieren und was wir im Fackelschein des Wissens in der Dunkelheit des eigenen Ichs erkennen können. Also mit dem Fackelschein des Wissens, das sind jetzt auch Informationen, das ist Wissen, speziell aus der Bhagavad Gita und so weiter. Und dieses Wissen, das dient wie ein Fackelschein, wodurch man diese schlechten Eigenschaften erkennen kann und auch verstehen kann, wie soll ich jetzt damit umgehen. So, wir müssen uns da schulen. Wir werden nicht allein gelassen auf dieser inneren Reise, sondern werden unterstützt von den großen Meistern, die ihre Erfahrungen und ihr Wissen aufgeschrieben haben in den vedischen Schriften und Kommentaren zu den vedischen Schriften. Denn das gefürchtete niedere Ich mit all seinen Sünden ist nur der Schatten des wahren Selbst. So, das muss man verstehen. Das ist nur der Schatten. Das bin ja nicht ich. Das ist nur mein Schatten-Ich, mein Schatten-Selbst. Und ich muss eben ich muss eben ins Licht treten, dann ist der Schatten auch weg sozusagen. Ja, ich muss einfach ins Licht, aus dem Schatten ins Licht. Und so springen wir über unseren eigenen Schatten. So können wir über unseren eigenen Schatten springen und dieses niedere Ich hinter uns lassen und erreichen das Freiland der Todlosigkeit, weil das ist die Realität von Krishna. Diese schattenfreie Zone, schattenfreie Realität, in der es nicht mehr diesen Makel, diese Dunkelheit des falschen Egos gibt, in dem es nicht mehr diese Dunkelheit des Egoismus gibt. Dort regiert die reine, spirituelle, freie Liebe. Ja? Eine freie Liebe. Nicht diese gezwungene, materielle Liebe, die eigentlich nur Lust ist. Dieses Reich ist die ursprüngliche Realität, deren Schatten die materielle Welt unseres gegenwärtigen Aufenthaltes ist. Krishnas Realität, die ursprüngliche Realität, ist ja die Substanz. Und diese Welt ist der Schatten dieser Substanz, ist nur ein Abklatsch, ist nur eine Illusion oder wie sagt man ja, ist einfach nur ein Spiegelbild, eine Reflexion der ursprünglichen Realität. Und aufgrund der ursprünglichen Realität existiert diese Realität mit all ihren Artikeln und Eigenschaften, aber eben in dieser materiellen Ausprägung. Und somit ist der Sinn, der höchste Sinn unseres menschlichen Daseins, die Überwindung dieser Schattenwelt. Genau, das ist, denke ich, logisch. Das ist das Beste, was wir machen können, eben die materielle Welt, die Schattenwelt hinter uns zu lassen und in die ursprüngliche, substanzielle Welt zurückzukehren. Dafür soll man die Zeit verwenden, jeden Augenblick. Und eben diese Gewohnheiten, die uns hindern, die Zeit so wertvoll zu verwenden, muss man aufgeben. Und da muss man mal checken, wo sind meine Probleme. Und dann wirklich dran arbeiten. Da kann man natürlich viel sagen, wie man das macht. Man braucht natürlich die Stärke, die Kraft, die Überzeugung, die Entschlossenheit, wirklich so vorzugehen. Weil diese ganzen Gewohnheiten, die sind eben stark und wir sind sehr angehaftet. Und es ist natürlich nicht leicht, diese Dinge zu überwinden, die eben wie Trennwände oder wie Mauern, ja, wie eine chinesische Mauer zwischen uns und Krishna stehen. Da denkt man schon, ja, wie soll ich diese Mauer jemals überwinden? Aber wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und Krishna hilft, wie sagt man, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. So, das Unmögliche kann möglich werden, wenn wir wollen, wenn wir den ersten Schritt gehen. So, wir sollen nicht zweifeln. Wir sollen da nicht zweifeln. Doch Kraft wahren Wissens, das uns durch die Kette der Meister nun erreicht ist, diese Illusion der falschen Heimat durchschaut und wir machen uns auf. So, woher haben wir dieses Wissen? Das wollte ich auch bemerken. Durch die Kette der spirituellen Meister. Das haben wir uns nicht selbst ausgedacht oder angeeignet, sondern
von den Meistern gelernt und die von ihren Meistern und so weiter. Eine Kette, die bis zu Krishna zurückgeht. Und durch dieses mächtige Wissen, das wir bekommen haben, können wir auch diesen Weg gehen. Mahajano, jener Gadasa Pantha. Wir folgen den Fußspuren dieser großen Meister. Wir folgen dem Pfad dieser Meister, den sie gegangen sind, den sie aufgezeigt haben, der direkt zu Krishna führt. Diesen Weg sollen wir gehen. Und wir machen uns auf. Ja, wir machen uns auf, wir beginnen nun diese Reise. Wir beginnen diese Reise in die spirituelle Welt. Die Reise wird angetreten und in der Schritt für Schritt schwindenden Ferne ist das wunderbare Ziel zu erkennen. So, wir beginnen die Reise und jeder Schritt bringt uns dem Ziel näher, wodurch die Ferne schwindet. Ja, das, was fern ist, da ist eine große Distanz und diese Distanz wird aufgegeben, so die Ferne schwindet. Oder das Entfernte verschwindet. Nicht das Entfernte verschwindet, sondern die Entfernung verschwindet. Und dadurch, weil wir uns dem Ziel nähern, wird es immer klarer, offensichtlicher, erkennbarer. Ja? So, das wunderbare Ziel ist, in dieser schwindenden Ferne zu erkennen. Je mehr die Ferne oder Entfernung schwindet, desto näher kommen wir und desto mehr können wir dieses wunderbare Ziel erkennen, diese spirituelle Dimension, diese spirituelle Welt. Und das ist eine mystische Schau, eine mystische Sicht dieses Ziels, weil wir, es ist ja auch keine physische Reise. Oftmals, wenn wir chanten und so weiter, wir sitzen an einem Ort. Also eine innere Reise, eine spirituelle Reise. Aber wir bemerken, dass wir uns doch der spirituellen Natur nähern und dadurch mehr und mehr kennen, durch die Augen der Schriften und auch im Heiligen Namen, in unserer Erfahrung. Und je mehr wir das erkennen, desto mehr steigt auch unsere Begierde, dort sein zu wollen und so sein zu wollen, wie die Bewohner dieses Ortes, der spirituellen Welt. Unsere Begierde wird größer und dadurch, dass die Begierde größer wird, wird auch die Kraft, werden wir stärker, auch die Anhaftungen, die wir haben, auch aufzugeben, weil wir einfach den Unterschied sehen zwischen der spirituellen und der materiellen Welt, den Erfahrungen der spirituellen und der materiellen Welt, wodurch die materielle Welt einfach an Glanz verliert, wenn man durchschaut, die Illusion. So, je mehr wir uns dieser spirituellen Natur nähern und sie erkennen, desto mehr wünschen wir, oh, da möchte ich hin. Und wir gehen sogar noch schneller und bemühen uns noch mehr. So, je näher wir kommen, desto mehr, wir laufen mehr, laufen mehr, laufen mehr, laufen schneller, schneller, schneller. Ja? Und dadurch überwinden wir sehr schnell die Distanz und lassen wirklich diese Welt hinter uns und sind, ja, so transzendentale Reisende. Und deshalb hatte ich dieses Video genannt, das Ziel ist nah. Hare Krishna.